Bist du eigentlich eine gute oder eine schlechte Schulleiterin? Vielleicht kennst du das, dass die Menschen um dich herum scheinbar ein Abo darauf haben, dich zu kritisieren in deiner Rolle. Und dass es dir manchmal gar nicht so leicht fällt, diese Dinge da zu lassen, wo sie hingehören, sondern du nimmst sie mit nach Hause, du nimmst sie vielleicht sogar mit in deine Nacht und du nimmst sie vielleicht sogar persönlich. Ich begleite einige SchulleiterInnen, die ganz tolle Fähigkeiten haben, die nämlich sehr gut reflektieren können. Und mir geht es auch selber so, ich kann wirklich gut reflektieren. Und manchmal, wenn ich nicht so ganz in meiner Kraft stehe, passiert es, dass ich mich angegriffen fühle, dass ich mich reflektiere und mich eigentlich schwäche, indem ich zu selbstkritisch bin. Weil zum Reflektieren gehört Folgendes. Dazu gehört, das zu hören, was das Gegenüber sagt, und dann zu überlegen, gebe ich dieser Sache Raum oder nicht. Und je nachdem, wie du gestrickt bist, wie du so aufgebaut bist, ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich habe sehr viele Fähigkeiten, die Emotionen von anderen zu spüren. Und dadurch nehme ich die Unzufriedenheiten von anderen sehr gut wahr und musste erst lernen. Und das habe ich in den 7 Führungsräumen sehr gut gelernt. Das ist auch der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil ich gemerkt habe, dass mich das unglaublich schwächt. Ich mache dir ein Beispiel, ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe eine Teamsitzung gut vorbereitet und kurz bevor die beginnt, kommt eine Kollegin her und sagt, ich habe noch 2 wichtige Punkte. Und ich höre mir das an und entscheide, diesen wichtigen Punkten Raum zu geben. Und dann passiert Folgendes in der Teamsitzung. Ich komme mit meinen Sachen nicht durch, weil die 2 wichtigen Punkte der Kollegin doch länger dauern. Und dann habe ich so eine Stimme in mir, die sich über mich ärgert. Warum? Weil ich erkenne, dass die Kollegin das gar nicht gescheit vorbereitet hatte. Wie auch? Sie wusste ja noch nicht, dass ich ja sage. Und was habe ich daraus gelernt oder was lerne ich daraus? Dass ich in dem Moment standfest sein darf, Nein sagen. Und Nein kann ich ja auch ganz in der Sache verbunden, in der Beziehung zu der Kollegin zu sagen, oder ich kann ja auch Nein sagen, oder ich kann nicht jetzt sagen. Ich kann sagen, bereite es ordentlich vor. Wir setzen es auf die Agenda für nächste Woche. Dann wird sie vielleicht unzufrieden sein, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist sie sogar ganz dankbar, dass sie noch Zeit hat, es vorzubereiten. Und ich springe nicht so rein in ein Muster, das heißt, es allen möglichst recht zu machen, damit ich mich im End gut fühle, ja, aber es dient nicht der Sache und es dient auch nicht der Verantwortung, die ich ja habe in dieser Situation im ganzen Team für die Gemeinschaft. So, ein Beispiel. Bin ich eine gute oder eine schlechte Schulleiterin in dem Moment? Ich würde sagen, ich bemühe mich, eine gute zu sein und wirklich flexibel zu sein. Es hätte aber in dem Moment auch Standfestigkeit gebraucht. Und vielleicht Nein zu sagen, ist immer die Frage, warum habe ich nicht Nein gesagt? Weil ich wirklich mir die Zeit genommen habe zu verstehen, dass diese 2 Punkte wichtig sind. Oder habe ich es der Kollegin recht machen wollen? Das Erste schafft Qualität und gibt Basis für eine gute Entscheidung. Und das Zweite ist so, ich will ein liebes Mädchen sein. Ja? Jetzt bin ich ein bisschen despektierlich, aber das steckt manchmal drin. Unreflektiert natürlich, das ist mir nicht bewusst in dem Moment. Und ich habe das auch bei gutes Mädchen, als wäre das jetzt so eine weibliche Sache. Ich habe das neulich bei einem Schulleiter erlebt. Der hat das ganze Coaching, es war ein Gruppencoaching, immer wieder davon angefangen, wie sein Team ihn kritisiert hat am Tag davor, weil er nicht zufrieden war damit, dass er irgendwo nicht gut bei ihnen angekommen ist und reflektiert hat, dass er sich besser hätte vorbereiten können. Und am Ende hat er aber eingeräumt, dass es eigentlich die Sache, das Thema des Teams war und dass er eigentlich gut genug vorbereitet war. Und ich gehe damit gerne an diesen kleinen Punkten. Ich finde, die sind spannend. Die dürfen wir mit der Lupe angucken. Und ich gehe so gerne mit einem Bild von einem Pendel. Ja, wir sind in dem einen Extrem und wollen es allen recht machen, gehen ins andere Extrem und reflektieren uns sehr stark, gehen uns selber
mit uns selbst selbstkritisch um und gehen dann ins andere Extrem und ziehen unser Ding durch. Führung entsteht aber, wenn das Pendel sich in der Mitte, in der goldenen Mitte auspendelt. Und wenn du diese goldene Mitte findest, bedeutet das, dass dein Führungsverhalten in der Balance ist. Und in den 7 Führungsräumen geht es genau darum, in der Standfestigkeit, in der Balance zu sein, eher wie so ein Bambus, nicht wie die Eiche oder nicht wie Gras, das umfällt bei jedem Wind, sondern wie ein Bambus, der sich mit dem Wind weht, aber auch gut verwurzelt ist und der sich wieder aufstellt. In der Leidenschaft, dass du brennst, aber nicht verbrennst. Dass du für eine Sache gehst und dich mit ihr verbindest und da ganz beharrlich dran bleibst und auch loslässt und sagst, heute nicht. Heute komme ich da jetzt nicht weiter. Ich darf loslassen und auch das ist eine starke Führung. Und ich als gute Schulleiterin kann auch loslassen. Ich weiß vielleicht auch, wann ich nicht so stehe. Ich habe ja auch gute und schlechte Tage, also diese Menschlichkeit auch ruhig mal mir zuzugestehen, dass nicht alle meine Tage so sind, dass ich jetzt ganz leidenschaftlich stehen kann und will. Das ist das eine und das andere, dass ich auch sehe, wie kann ich und immer wieder austeste, wo kann ich neu ansetzen. Ja, wo ist es manchmal gut, loszulassen, weil dann habe ich einen Moment die Hände frei und kann wieder neu ansetzen. Der dritte Raum der Führung ist der Raum der Selbstkontrolle. Und warum gehe ich die jetzt durch unter der Überschrift, bin ich eine gute oder eine schlechte Schulleiterin? Weil durch die Räume der Führung kannst du dein Führungshandeln reflektieren. Du hast ein Reflexionsinstrument. Weil meistens, wenn wir diese Kritik so stark in uns reinnehmen und nicht wissen, sind wir gut oder schlecht in unserer Aufgabe, fehlen uns die Kriterien und wir machen die Führung vielleicht so, wie wir es bei anderen gesehen haben. Es geht aber mir darum, dir authentische Führung schmackhaft zu machen. Authentische Führung bedeutet, dass du dich gut kennst und so führst, wie es dir entspricht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte lange so ein Bild von einer guten Schulleiterin im Kopf. Und wenn ich was gemacht habe, was sich für mich nicht stark angefühlt hat, sondern eher schwach, dann habe ich mich innerlich dafür verurteilt. Und ich beobachte das bei ganz vielen Schulleiterinnen. Und ich habe am Montag einen ersten Kontakt mit einem Schulleitungsteam gehabt. Die hatten eine schwierige Situation und ich habe sie begleitet. Und beim Auschecken hat die eine Schulleiterin was gesagt, das mich bollisch stolz gemacht hat auf dieses Coaching. Sie hat nämlich gesagt, ich habe an Sicherheit gewonnen, weil ich gemerkt habe, dass meine intuitiven Lösungen schon gut sind. Ja. Ja, du hast es nämlich in dir. Du weißt schon ganz viel. Und dann hast du wieder Momente, wo du dich gar nicht selbstwirksam erlebst, weil du vielleicht auch falsche Verknüpfungen hast. Ja, weil manchmal, wir sind ja alle nicht optimal aufgewachsen, haben in unserer Kindheit nicht immer das bekommen, was wir gebraucht haben. Das ist ganz normal. Es ist aber gut, im Erwachsenenleben diese Punkte langsam nach und nach aufzulösen. Und dafür sind die Führungsräume auch da. Woran merkst du, dass du an so einem Punkt bist? An so einem Punkt, den es aufzulösen gilt? Viele Menschen sagen Triggerpunkt dazu. Ich mag das, den Begriff nicht so, weil das von der Feuerwaffe kommt, das ist die Auslöser von der Feuerwaffe. Ich nutze gerne so reflexartiges Reagieren. Woran merkst du, dass dieser Reflex gerade nicht angemessen ist, dass du sehr stark reagierst? Also bist zum Beispiel von 0 auf 100 sehr wütend oder du sagst, nein, das machen wir nicht so und kannst gar nicht sagen, nein. Das machen wir nicht so. Ja, also du kannst nicht gelassen bleiben. Oder, und jetzt wird es spannend, weil das wissen die wenigsten, du reagierst unter. Du reagierst gar nicht stark, du lässt es wie durchlaufen, nimmst es vielleicht sogar gar nicht wahr. Das kann auch ein Zeichen sein für eine falsche Vertratung in dir drin. Und durch die Führungsräume lösen wir in der Fachausbildung für souveräne Führungspersonen das ganz gut auf, ganz achtsam, ganz liebevoll auf.
Und ich war gerade beim Aufzählen der Führungsräume und da gehe ich jetzt hin zurück. Also Standfestigkeit hatten wir, Leidenschaft hatten wir, Selbstkontrolle. Den Selbstkontrolleraum liebe ich sehr. Da geht es darum zu beobachten, wie geht es meinem zentralen Nervensystem gerade? Bin ich angespannt? Bin ich entspannt? Und es geht auch darum, hinzuschauen, wie reagiere ich zum Beispiel auf einen Widerstand? Kann ich unterscheiden, ob das jetzt, wenn die Kollegin sagt, was ist das jetzt schon wieder, ob das jetzt die Einzelmeinung dieser Kollegin ist und ich ihr lieber keinen Raum beimesse? Ja, das kann sehr strategisch klug sein, ihr keinen Raum zu geben, weil das eigentlich gerade ihre fehlende Selbstführung ist, dass sie dir so vor die Füße kotzt? Oder ist das was, was gerade Raum braucht, was mehrere Menschen betrifft und weil wir gerade in einem wichtigen Teamprozess sind und müssen da nochmal eine Schleife gehen, müssen nochmal einen Schritt zurückgehen? Und das ist für mich eine ganz große Führungskompetenz, A von B, also diese beiden Situationen gut voneinander unterscheiden zu können. Dann kommen wir in den Raum der Liebe. Die Liebe bedeutet, dass wir in einem guten Kontakt mit uns selbst sind, in einem guten Kontakt mit unserem inneren Kind und dann eben auch mit den KollegInnen, mit dem Team in einen guten Kontakt kommen können und dass wir uns gut verbinden mit unserer Vision, Mission, wofür wir das eigentlich machen und im Alltag nicht die Praxis über die Theorie setzen. Jetzt gehe ich schon eine Klammer schließen zum Raum des Wissens, der vorletzte Raum, weil wir, wenn wir zu viel Praxis, zu wenig Wissen haben, gehen wir raus aus der Wirksamkeit und schaffen eigentlich nur noch den Alltag weg und verlieren die Verbindung zu unseren Träumen, verlieren die Verbindung zu unseren Visionen. Zwischen dem Raum der Liebe und dem Raum des Wissens fehlt aber noch die Kommunikation und die teile ich in zwei Teile. Das erste ist, wie kommunizierst du? Und das zweite, wie kommunizieren wir als Einrichtung? Und der letzte Raum, der alles abschließt, und dann sind wir einmal durch den ganzen Körper gegangen, es ist ja ein ganzheitliches System, sind die ethischen Werte. Und meine drei Werte, die ich liebe, sind Optimismus, Freiheit und Liebe. Und ich merke in letzter Zeit, dass mir immer auch noch Respekt sehr, sehr wichtig ist, so ein respektvolles Umgehen miteinander, wo ich mich auch durchaus immer wieder an der eigenen Nase fasse, um für mich zu definieren, was bedeutet eigentlich Respekt? Wie zeigt er sich? Und wie kann ich auch rausarbeiten, dass ich jetzt gerade das Gegenüber respektlos finde und mich dann auch ernst nehme in meinem Empfinden? So, und jetzt habe ich noch vier Fragen für dich, damit du sicher und souverän zum Abschluss dieses Videos in deine souveräne Führungsrolle finden kannst. Und die findest du auch auf meiner Webseite und im Artikel Gute oder schlechte Schulleiterin auf dem Blogpost. Das erste ist, identifiziere, und ich gucke hier ein bisschen zur Seite, weil ich hier das Papier aufgemacht habe, aber weißt du was, ich kann meinen Bildschirm freigeben, dann können wir zusammen drauf gucken. Das erste ist, identifiziere, welche Persönlichkeitsanteile du jeden Tag zu Hause lässt und integriere mögliche Widersprüche. Der zweite Tipp, den ich dir heute mitgeben möchte, kläre, was dein eigener Antrieb ist, Schulleiterin zu sein. Der dritte, kläre, was deine Aufgaben und Funktionen sind, ganz wichtig. Und der vierte, formuliere, wie du deine Rolle ausfüllen möchtest. Und all diese vier Punkte darfst du ganz in Ruhe für dich klären und bearbeiten. Und das ist eine Walking Question. Also es sind durchaus Walking Questions, die dich immer mal wieder beschäftigen dürfen. Dann lässt du sie wieder los und dann holst du sie wieder raus. Und ich würde mich sehr freuen, wenn dich dieses Video inspiriert hat, wenn du mir ein Like da lässt, mir folgst und auch mal auf meiner Webseite vorbeiguckst. Und vielleicht hast du ja auch Lust, den kostenlosen Test auf meiner Webseite zu machen zu den 7 Führungsräumen. Und vielleicht sehen wir uns auch mal in einem meiner Angebote, wie zum Beispiel in meinem Herzensangebot, dem Online-Kurs für souveräne Führungspersonen an Schulen. Ich würde mich sehr freuen, denn da gehen wir natürlich nochmal ein Vielfaches tiefer rein und machen das Ganze noch viel praktischer. Ich danke dir fürs Zuschauen und freue mich, deine Sandra.